Ich finde es ein großes Geschenk, mit ihm arbeiten zu dürfen, weil er hat ein ganz anderes Arbeitssystem und ich kenne keinen Regisseur, der sich so viel Zeit nimmt für einen und wo man auch so viele Freiheiten bekommt, dass man sich so in dieser Art und Weise eine Rolle aneignen darf. Also das empfinde ich als großen Luxus. Man muss allerdings als Schauspieler die Bereitschaft mitbringen, sich Zeit dafür zu nehmen. So wie er sich Zeit nimmt, muss ich mir natürlich auch Zeit nehmen. Wollen. Bitte nimm mein heutiges Opfer an, für die schwere Sünde der Unkeuschheit. So viele Menschen sind vom Sex besessen. Befreie sie aus ihrer Hölle. Ulrich Seidel und ich arbeiten ja nicht zum ersten Mal zusammen und im Prinzip ist es jetzt immer ähnlich, dass man versucht nachzudenken, wie kann man sich diese Figur aneignen, was könnte dafür zweckdienlich sein. Also das ist meistens eine Recherche im realen Umfeld. Milieustudien, Leute kennenzulernen, sich einen Fundus anzueignen, ein Wissen, das diese Figur braucht oder in sich trägt. Eben wenn die missionieren geht, muss die einfach ein Bibelwissen haben, muss Gebete kennen und so weiter und so weiter. Also das ist so eine Art Fundus. Und dann agiert man aber in der Dreharbeit und in der Szenerie spontan und improvisiert, weil es kein Dialogdrehbuch gibt. Aber die Vorarbeit ist schon sehr groß, dass man dann in der Lage ist, in der Figur zu improvisieren. Und bei dieser Figur, jetzt bei Glaube, habe ich alles Mögliche probiert. Also wir sind wirklich von Tür zu Tür missionieren gegangen, haben das ausprobiert. Ich war sehr viel mit religiösen Gruppierungen zusammen, bin mit ihnen beten gegangen, habe Askeseübungen gemacht, viel gelesen natürlich auch zu dem Thema, viele Gespräche, also unterschiedlichster Art und Weise. Die Mutter Gottes wird Ihnen sicher helfen, dass Sie Ihr Leben ändern können, dass Sie die Kraft haben, ich will mein Leben endlich nicht ändern. Wir wollen unser Leben nicht ändern. Wir wollen unser Leben nicht ändern. Wir sind zufrieden. Warum? Aber Warum? Sie leben in Sünde. Begreifen Sie das nicht? Was für Sünde? Wer bestimmt das? Man kann nicht ohne Sakrament der Ehe glücklich zusammenleben. Wer bestimmt, was Sünde ist? Wer bestimmt es? Gott bestimmt es. Nein, wer ist bitte? Gott, Gott. Der hat aber viel zum Tun, der Gott. Die finde ich besonders spannend. Man muss nur versuchen, jetzt selber auch wieder zum Laien zu werden und alles, was man sich sozusagen an Techniken und Handwerk angeeignet hat, wieder über Bord zu werfen, damit man genau diesen unverstellten Blick hat und in der Gegenwart agiert und nicht, wie Schauspieler oft doch an die Zukunft auch gleich denken und wie wird das ankommen und wer wird das sehen oder was weiß ich, was den Schauspielern alles vorgeht. Und das ist alles zu vergessen. Möglichst. Ja, das tut physisch weh. Also, aber das Geißeln natürlich auch. Man freut sich jetzt nicht auf solche Szenen. Man ist froh, wenn es getan sind, dass der Schmerz wieder nachlässt. Aber auch in Theaterstücken oder anderen Filmen gibt es oft einmal Situationen, wo man als Schauspieler auch einen physischen Schmerz erlebt, der vielleicht überhaupt nicht spektakulär aussieht, aber dennoch, wenn man jetzt jeden Tag zum Beispiel ein Stück spielt und man bekommt immer denselben Schlag auf dieselbe Stelle, dann tut es irgendwann ziemlich weh, wenn das wieder kommt. Nur sieht es keiner. Also das ist durchaus normal, dass Schauspieler manchmal einfach auch bei ihren Rollen einen physischen Schmerz erleben müssen. Also das habe ich jetzt nicht so dramatisch gefunden. Mir hat viel mehr weh getan, die psychische Struktur dieser Figur, das wirklich zu verinnerlichen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Was ist los mit dir? Ich habe dir gesagt, ich will den Film nicht anschauen. Aber es ist du sagst mir, das ist schlecht und das ist schlecht. Was geht dir an? Was willst du, dass ich mache hier? Ja, du kannst ein Buch lesen oder Radio hören, Radio Maria. So, haltest du mich als ein Kind oder wie? Ich weiß nicht, was ich will. Ich will den Film anschauen, du sagst mir ein Buch. Und wenn ich schaue, ich lese ein Buch, du sagst mir vielleicht den Film. Es ist zutiefst menschlich, Sehnsucht nach Liebe zu haben, nach einem paradiesischen Zustand, den man sich wünscht. Kein Mensch kann überleben ohne irgendeine Form von Glauben und Hoffnung. Also das sind zutiefst menschliche Sehnsüchte, die da thematisiert werden. Das Problem ist nur, wie geht es der Mensch jetzt an, um
diese Sehnsüchte sich erfüllen zu können. Und die Wege, die hier aufgezeigt werden, sind offensichtlich nicht ganz günstig. Weder für die Umwelt noch für die Figur selber. Aber das passiert leider sehr häufig, dass wir falsche Wege einschlagen, um unsere Sehnsüchte verwirklichen zu können. Und dann bitter darunter leiden. Und ich glaube, gerade in unserer Medienwelt haben wir ein sehr seltsames Bild, wie die Frau sich präsentieren soll. Also das ist ein sehr geschöntes, sehr verlogenes Bild. Und darum sind, glaube ich, manchmal die Filme von Ulrich Seidel so verstörend für die Zuschauer, weil sie sich diese Ästhetik nicht bedienen. Und Nacktheit ist bei Ulrich Seidel einfach nur Nacktheit und nicht erotisches Posieren. Und ich bin ihm aber sehr dankbar für das, also dass er diesen ungeschönten Blick sozusagen ermöglicht, weil in diesem ungeschönten Blick viel mehr Schönheit liegt. Oh, sei uns gnädig, sei uns barmherzig, für